Hi. Hallo. Es hat geklappt. Super, sehr schön. Ja, herzlich willkommen. Danke. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das ist ja mein erstes Instagram Live, deswegen bin ich ein bisschen, ich war ein bisschen nervös, ob es geklappt hat. Ja, ich bin immer jedes Mal ein bisschen nervös vorher, ehrlich gesagt, dass ich denke so, oh Gott, geht alles gut. Aber ich habe mich auch hübsch gemacht, habe mir hier so eine Lace-Bluse mit Schleife angezogen, extra. So zur Feier des Tages, zum vorerst letzten angewandte Talk, also zumindest mit mir. Die Reihe soll ja weitergehen vom Museum aus, also dass jetzt auch noch meine Kollegen, Kolleginnen weiter das weiterführen in ihre Ausstellungskonzepte mit einbinden und wie es darüber hinaus dann noch weitergeht, müssen wir halt schauen, weil natürlich Instagram als Format jetzt auch nicht super inklusiv ist. Einfach zu schauen, was wir noch für andere Möglichkeiten haben, auch die Inhalte, die jetzt produziert sind, aber das erzähle ich jedes Mal. Wir sind irgendwie dran, es ist halt schon auch wahnsinnig viel zu tun gerade. Und vorneweg vielleicht kurz, es ist auch schon 19 Uhr, deswegen sind wir jetzt eigentlich ja schon mittendrin im Gespräch. Angewandte Talk für alle, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Es ist ein Gesprächsformat, was wir im Kontext der Ausstellung Life Doesn't Frighten Me, Michel Elibas Conversation, also wo auch man jetzt bin ich auch mal wieder zu Hause, deswegen habe ich irgendwie hier hinten ja extra den Flyer nochmal platziert. Die Ausstellung ist bis zum 1. November verlängert worden. Das heißt, alle, die die Ausstellung noch nicht gesehen haben, können das noch bis zum 1. November tun. Und das angewandte Talk-Format ist eigentlich eine Corona-Notlösung gewesen, die sich jetzt aber über die letzten Wochen doch eigentlich als ziemlich spannendes, interessantes Format entwickelt hat. Weil natürlich Menschen, die, jetzt ist hier auch meine Schleife aufgegangen, Menschen, die, ich halt einfach die Möglichkeit habe, relativ unkompliziert mit spannenden Menschen im Ausstellungskontext zu sprechen, so wie heute mit dir, Cammy. Und ich stelle dich vielleicht kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Du bist Freelance-Journalistin und Co-Founder des Daddy Magazine, welches in Berlin ist, also hauptsächlich. Ist ein Online-Magazin-Plattform und ihr befasst euch dort mit dem. Also alle mal gucken, wie ist die Website Daddy-Magazine? Daddy.land und auf Instagram sind wir daddy.berlin und wir sind Sehr gut. Sehr gut. Dann, genau, du kannst ja gleich noch mal ein bisschen genauer davon erzählen. Also, dann brauche ich das hier jetzt auch gar nicht weiter oberflächlich vorzustellen, weil wir da gleich ein bisschen tiefer reingehen können. Und du bist in Wien geboren worden, zur Welt gekommen und aufgewachsen auch, nehme ich an, wahrscheinlich. Und hast dann in London gelebt und bist jetzt in Berlin und schreibst zu den Themen, hauptsächlich zu den Themen Identität, Kultur, Repräsentation und hast jetzt auch relativ kurz auf der deutschen Vogue Online-Seite eine Kolumne, schwarz mit großem S. Genau. Ja, und vielleicht ist die Vogue auch ein ganz guter Einstieg. Jetzt im September gab es ja, also diese Vogue-September-Ausgabe ist ja immer eine sehr wichtige Ausgabe, schon immer gewesen, weil dort, ich weiß eigentlich gar nicht so genau warum, weil dort eine neue Saison startete, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das war auf jeden Fall ist traditionell eigentlich immer die dickste Vogue, Wichtigste wo. Ausgabe des Jahres, ja. Sorry. Ja, es ist immer die wichtigste Ausgabe des Jahres. Die mit der Tradition. meisten Werbung auch. Also es ist auf jeden Fall die wichtigste Ausgabe und das Tolle daran ist, das Spannende daran ist, dass eben die weltweit, ich glaube tatsächlich alle Vogues, die es so gibt, sich dem Thema Hope
also Hoffnung, verschrieben haben und alle da sehr unterschiedlich umgehen. Und das ist ein bisschen schade, weil ich habe jetzt, hätte ich jetzt mal hochhalten können, aber jetzt liegt es, ist gerade nicht hier. Die deutsche Vogue und die britische Vogue liegen. Ich glaube, die US-Vogue ist auch ganz interessant. Also es sind nämlich alle Vogue sehr interessant, aber das waren jetzt die, auf die ich jetzt so unmittelbar Zugriff hatte. Und ja, also wie gesagt, es geht um das Thema Hope. Es werden dort viele AktivistInnen vorgestellt. Menschen, die Hoffnung geben mit dem, was sie tun oder Hoffnung geben sollen. Wie findest du das? Ja, was fällt dir dazu ein, zu diesem Ansatz der Vogue da quasi auch so ein bisschen politischer zu werden auch und sich da auch klar zu positionieren. Ich finde es ganz schön eigentlich, weil es das heißt ja auch immer, dass Mode politisch ist. Und ich glaube, gerade jetzt ist es unmöglich, nicht politisch zu sein. Einfach so in Anbetracht der US-Wahlen, die im Anfang November bevorstehen. Und auch im Hinblick auf alles, was in den letzten Monaten passiert ist. Weil das sind ja natürlich auch globale Themen, die uns alle beschäftigen. Die Black Lives Matter-Bewegung. Und die Arbeit, die Aktivistinnen in den USA und Deutschland und weltweit einfach schon seit Jahren machen in dem Bereich. Also wenn es um Antirassismusarbeit geht, speziell um antischwarzen Rassismus. Und ich fand es auch ganz schön und wichtig, dass, ja, dass diese Aktivisten und Aktivistinnen, auch also Aktivistinnen eigentlich auch ausschließlich, da glaube ich, auch diese Plattform bekommen haben. Ja, und dass es eben nicht nur um Mode ging. Ich fand das echt wichtig. Ich finde, wenn man nicht auf die politische Situation eingegangen wäre, dann hätte man da etwas verpasst. Deswegen finde ich das auch gut, dass alle mitgemacht haben. Und ich habe mir auch die deutsche Vogue ein bisschen angesehen, die US Vogue und Inhalte von der UK Vogue. Ja, es ist ganz interessant zu sehen, wie das in den verschiedenen Regionen unterschiedlich gemacht wurde. Und ja, was das Thema betrifft, ich glaube, ja, ich meine, was bleibt uns eigentlich übrig als Hoffnung? Ne? Also es gibt so vieles, worüber man traurig oder wütend sein könnte. Und ich glaube, Hoffnung ist eine gute und wichtige Emotion, aber ich glaube, es muss auch noch mehr passieren als nur Hoffnung. Also wir müssen auch wirklich daran arbeiten, weil ja. Hoffen alleine bringt nichts. Ich hole mal die Ausgabe doch jetzt. Eine Sekunde jetzt und gebe ein bisschen weiße Wand kurz. Okay. Ich konnte euch jetzt leider nicht mitnehmen, weil ich nämlich eine ganz schöne, tolle Konstruktion hier habe, in die das Telefon so eingespannt ist. Sonst hätte ich es irgendwie kurz mitgenommen. Aber was ich natürlich an der, also es geht jetzt nicht darum, dass wir so viel Werbung machen, aber es vor allem finde ich spannend, weil natürlich die Michelles Ausstellung in gewisser Weise auch ein bisschen vorkommt in der Vogue, weil nämlich Michelle selbst in der Vogue vorkommt. Mit diesem, was jetzt sehr gut passt zu dem, was du gerade gesagt hast, eben diesem Hoffen ist gut, etwas tun besser. Das ist natürlich irgendwie so diese bisschen so die Downside an dem Wort Hope oder Hoffnung. Also das hat irgendwie so, es hat so ein bisschen was, da schwingt so was Passives mit. So, wir sitzen mal zu Hause und hoffen aufs Beste und hoffen, dass sich die Dinge irgendwie verändern oder zum Besseren wandeln. Und das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht, dass es so einfach ist. Also, sondern das braucht schon ein bisschen mehr. Und deswegen fand ich das halt auf der britischen auch irgendwie, dass quasi, okay, das Activism now noch draufsteht, dass es halt eben schon auch darum gehen muss, etwas zu tun und auch vor allem nicht diesen Aktivismus jetzt unbedingt auszulagern. Also irgendwie zu sagen, okay, wir bilden jetzt hier Personen ab, die gute Sachen machen, an die wir all unsere Hoffnung knüpfen, die das dann schon richten werden. Sondern es geht natürlich auch schon darum, dass da
dass es auch ein fruchtbares Umfeld hat, was dann da, auf wo jetzt vielleicht irgendwie die progressiveren Personen irgendwie vorpreschen, aber alle natürlich auch mitziehen, weil sonst sonst passiert nichts. Sonst passiert halt nichts. Sonst gibt es irgendwie weltweit ein paar schöne Ausgaben mit spannenden Menschen drin und schönen Fotografien. Aber es passiert nichts. Aber dennoch, ja, es ist klar, also ich meine, das ist schon mal auf jeden Fall ein Statement, was Vogue dort, was die Vogues dort weltweit gemacht haben. Finde ich. Ja, ich finde es auch, also ich finde es auch gut, dass die Menschen geehrt werden, beziehungsweise dass Menschen eine Plattform bekommen, die sich schon seit Jahren für diese Dinge einsetzen und für diese Themen kämpfen. Und da könnte auch, also ich finde, da kann immer noch mehr passieren. Ja, und man darf eben auch nicht vergessen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Also so eine Bewegung wird ja nicht einfach von heute auf morgen aus dem Boden gestampft und Black Lives Matter passiert ja auch auf der Vorarbeit von so vielen Generationen. Deswegen, ja, und das war auch wirklich so schmutzige Vorarbeit und man musste so viel kämpfen und jetzt zum Beispiel sieht man ja in Berlin wird endlich diese Straße mit unliebsamen Namen umbenannt. Ja. Und das ist ja nicht passiert, weil jetzt Deutschland auf einmal dieses Racial Awakening hatte, ja. Sondern die Kampagne dafür, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ja, ja. Genau. Und also es ist schön, das zu sehen und natürlich direkt das Hoffnung, aber man darf nicht vergessen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich oft übersehen, weil dann wirkt es immer so wie, ja, jetzt kommt das so plötzlich. Mhm. Also es wirkt oftmals so, als würde jetzt irgendwie so plötzlich diese Straße umbenannt werden oder plötzlich irgendein Hotel, plötzlich irgendeine Apotheke umbenannt werden. Dabei sind da ja wirklich jahrzehntelange Kämpfe, Prozesse, Arbeiten dahinter und die jetzt quasi nach Jahren einfach quasi auf diesen fruchtbaren Boden gefallen sind, wo dann endlich was passiert ist. Und daher, ja, aber dennoch braucht es ja diese Arbeit von, also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh Gott, jetzt haben die da irgendwie 15 Jahre rumgearbeitet, sondern die braucht es ja tatsächlich. Also dieses stete, kontinuierliche, diesen Druck einfach immer wieder dran zu bleiben und immer wieder zu sagen, ja, aber wie ist es jetzt? Und irgendwann passt es dann einfach und es ist dann möglich und es ist eben jetzt passiert. Und weil, ja, da sieht man einfach, dass die Dinge auch ja, brauchen. Ja. Dass die Dinge auch Zeit brauchen. Ja, aber es ist ja auch so in den Medien, dass also jetzt nicht auf Vogue bezogen, sondern generell, wie das auch in Deutschland irgendwie so gefrickt wurde, als Rassismusdebatte, das ist dann natürlich auch sehr praktisch, wenn man das irgendwie so, ne, man kann das dann irgendwie eingrenzen und das hat dann einen Anfang und ein Ende. Und dann kann man weitergehen zum nächsten Thema. Und deswegen, also ich finde es gut und wichtig, dass vor allem, also Rassismus und antischwarzer Rassismus weiterhin ein Thema ist in den Medien. Aber es muss halt immer weitergehen. Also wir können uns jetzt auf Hoffnung konzentrieren, aber danach muss wieder eine Aktion folgen. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich irgendwie seit diese Rassismusdebatte begonnen hat, warte ich irgendwie die ganze Zeit nur drauf, dass sich dieses Fenster wieder schließt, wo wir dieses Thema schreiben können. Ja. Deswegen freue ich mich, solange das Thema in den Medien bleibt, ist es gut, aber es darf eben nicht auf so eine passive Art und Weise dann irgendwie so geschehen. Ne? Also mit ruhen uns drauf aus, dass andere die Arbeit machen. Ja, absolut. Absolut. Und gesellschaftliche Aufgabe. Ich mache mir auch immer Sorgen, darüber hatten wir ja auch in unserem im Vorgespräch kurz gesprochen, dass jetzt gerade so wahnsinnig viel los ist, so super viele Anfragen kommen und sehr viele spannende Dinge kommen, auch sehr viele weniger spannende Dinge kommen, aber es mir geht es zumindest so, immer so ein bisschen so eine Angst dabei ist, oh Gott, ich muss das jetzt alles machen, weil morgen könnte es ja schon wieder vorbei sein. Morgen ist irgendwie das Interesse irgendwie nicht mehr da für diese Themen, wird nicht mehr diese Wichtigkeit einfach davon gesehen, weil es so vorbeizieht. Und das ist auch so was, was sich auch durch die ganzen Gespräche vorher so durchgezogen hat, dass
dass viele, auch die in Strukturen arbeiten, die in Institutionen arbeiten, die vielleicht für Magazine arbeiten und natürlich und sich an diesen Themen arbeiten und dort dafür auch einsetzen, dass immer da so ein bisschen das Gefühl dabei ist, als würde das quasi von der Macht, von Machtpositionen her eher so gesehen werden, was, ja, das ist jetzt gerade so irgendwie spannend und wichtig und aktuell, aber wir müssen jetzt auch nicht zu viel verändern, weil morgen oder, keine Ahnung, nächste Woche haben wir ja schon wieder ein ganz anderes Thema. Da geht es dann um, keine Ahnung was, da geht es dann wieder um Klimawandel. So, als wären das solche Sachen, die so getrennt voneinander sind. Und aber es hängt natürlich irgendwie alles zusammen. Und wenn man sich jetzt irgendwie vielleicht irgendwie auf einen Bereich fokussieren würde und dort auch kontinuierlich weiterarbeiten würde, dann würde das natürlich auch auf die anderen Bereiche auswirken. Da muss man nicht immer so von vermeintlichen Trend zum anderen hüpfen. Ja, und vor allem, also ich glaube, es ist auch wirklich an der Zeit, dass diese Diskussion ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Weil, also so, ich glaube, alle schwarzen Menschen, die irgendwie in den Medien zu tun haben oder irgendwie ein bisschen eine Plattform haben, wurden wirklich geradezu überrannt mit Anfragen. Und es ging immer wieder darum, um Betroffenheitsgeschichten. Es ging immer wieder darum, hast du schon jemals Rassismus in Deutschland erlebt? Wenn ja, ist das überhaupt möglich? Erlebst du das im Alltag? Und das ist einfach, es ist unglaublich frustrierend. Und ich hatte einmal eine Anfrage, wo ich dann erwidert habe, so eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, über dieses Thema zu schreiben, aber wie wäre es mit einem Artikel über strukturellen Rassismus in Medienredaktionen? Mhm. Und das war noch ganz am Anfang der Debatte, der sogenannten Debatte. Und da war noch Interesse, um daraus tatsächlich einen Artikel zu machen. Und letztendlich wurde ich dann geghostet, weil das dann doch ein bisschen zu heikel war wahrscheinlich. Ne? Also es ist einfacher, Gesellschaft zu zeigen und sagen so, okay, Deutschland hat ein Problem, aber dass Medienredaktionen tatsächlich schauen, was bei ihnen stattfindet oder was bei ihnen nicht stattfindet. Mhm. Also diese Reflexion passiert eher selten. Und ich glaube auch so ein Nebeneffekt von diesem Racial Awakening in Deutschland, dass gewisse Menschen das Mikrofon bekommen haben, gewisse Menschen haben Jobmöglichkeiten bekommen und wurden dann eben, also die konnten dann das Gesicht sein für eine Kampagne, konnten das Gesicht sein für irgendeine Projektarbeit. Und damit habe ich das Gefühl, dass viele irgendwie gedacht haben, dass damit die Arbeit getan ist. Ne? Also man hat ja dann dafür gesorgt, man hat ja dann für Repräsentation gesorgt. Es gibt ja jetzt diese Person oder zwei Personen sogar, die sich dem Thema widmen. Wir haben ja jetzt einen Integrationsbeauftragten sozusagen. Ja. Und ich will mich da auch gar nicht selbst ausschließen, denn ich habe auch ganz viele Anfragen bekommen, ob ich an Projekten mitarbeiten möchte oder ob ich meinen Senf irgendwie dazugeben möchte zu gewissen Themen. Aber ich habe auch ganz oft Nein gesagt, weil du dann auch wirklich priorisieren musst und auch weil dann zum Teil auch Anfragen dabei waren, wo ich einfach nicht qualifiziert bin. Ne? Also wenn es zum Beispiel um Racial Profiling geht. Ne? Also das allein die Tatsache, dass ich da gefragt wurde, ist schon so absurd, weil das ist nicht meine Lebensrealität, das ist nicht mein Alltag. Das passiert vielleicht, wenn am Flughafen ist mir jemand in die Haare fasst, aber es ist nicht meine Lebensrealität, dass ich ständig auf der Straße kontrolliert werde. Ja. Und auch einfach so, dass das Journalistenkollegen machen, dass das weiße Kollegen machen, das zeigt schon mal, wie viel Arbeit da überhaupt zu tun ist, weil da wurde einfach überhaupt nicht mal recherchiert, ja. Wer überhaupt von Racial Profiling betroffen ist. Wie das äußert und dass ich da vielleicht als Mixed Race Light Skin Person und also Mixed Race Light Skin Frau nicht unbedingt diejenige bin, die da zur Hauptgruppe gehört. Ja. Also, es ist auch einfach sehr viel fauler Journalismus dabei, was sehr, sehr anstrengend ist. Ja, absolut. Ich hatte Kollegen, die von Journalisten gefragt wurden, ob es okay ist, dass sie als farbig bezeichnet werden oder als maximal pigmentiert. Und dann merkt man einfach, was also so jetzt. So, ja. 2020, okay. Ja, also, ja, klar. Das ist... Also, da merkt man, wie viel Arbeit noch zu tun ist. Ja. Ja, klar. Und zwei Dinge, die du gerade gesagt hast. Also, vielleicht jetzt irgendwie das Unmittelbarste.
Ja, überhaupt dieses, ich muss dann immer so daran denken, wie einerseits so merkwürdige Debatten geführt werden über Identitätspolitik, über Essentialisierung, dass dann irgendwie so gesagt wird, man würde da, wenn man irgendwie sich selbst jetzt als schwarz positioniert und gewisse Perspektiven oder Blickrichtungen einfordert, dass das immer irgendwie so ein bisschen als nicht richtig oder nicht gut, als irgendwie als essentialisierend dargestellt wird, aber auf der anderen Seite, dass eigentlich permanent mit einem selbst gemacht wird. So dass, also nicht nur die Anfragen, also das, was du sagtest jetzt mit Anfragen aus dem Medienbereich, aus dem journalistischen Bereich, das kenne ich halt aus anderen Kontexten dann auch, wo ich mich dann halt frage, weiß die Person, die mich da gerade anfragt, überhaupt, was ich mache? Oder geht es jetzt irgendwie gerade darum, so, oh, wir brauchen jetzt irgendwie eine Frau, also wir brauchen jetzt irgendwie eine schwarze Person, die jetzt, keine Ahnung, kein, weiß ich nicht, vielleicht idealerweise auch noch einen Doktortitel hat, so, und dann sitzt die dann da halt irgendwie auf dem Panel, dass das dann so passt, wo man dann denkt, ja, aber ich kann, also was soll ich, das ist jetzt nicht meins. Also ich kann dann vielleicht irgendwie andere Personen empfehlen, aber wo ich dann denke, so schwierig ist es jetzt auch nicht, da zu recherchieren, einfach mal irgendwie nachzuschauen. Und klar sind sicherlich andere Menschen, also ich bin jetzt schon sehr präsent im Internet. Ich glaube, bei mir ist es relativ leicht rauszufinden, was so meine Themen sind, womit ich mich beschäftige. Bei anderen ist es sicherlich schwieriger, aber trotzdem ist es dann manchmal so komisch, wenn dann irgendwelche Anfragen kommen, also wo ich dann so das Gefühl habe, das wird dann alles in einen Topf geschmissen. Ah, ja, dann fragen wir mal die schwarze Frau, die kann da schon dazu schon irgendwas sagen. Ich meine so, ja, natürlich kann ich dazu irgendwas sagen, aber das sollte doch jetzt nicht der Anspruch sein. Und da könnte man doch mal ein bisschen genauer recherchieren. Also das ist schon, ja, es ist eine sehr interessante Erfahrung, die jetzt noch mal irgendwie deutlicher wird und die jetzt noch mal natürlich die mehr die Leerstellen zeigt. Und was du gerade auch sagtest mit dem Fokus vor allem auf den Dingen, die nicht da sind. Also was halt fehlt, das ist so auch so ein bisschen meine Erfahrung der letzten Wochen, Monate, also zugespitzt, dass das vielen gar nicht so klar ist. Die gucken dann immer auf das, was halt irgendwie so da ist, aber jetzt nicht unbedingt auf das, was nicht da ist, was ja meistens noch mal viel aussagekräftiger ist über eine Institution, über ein Projekt oder was auch immer. Also wo sind einfach die Leerstellen? Also dass gar nicht mal gesehen wird, dass überhaupt irgendetwas fehlt. Das ist schon auch ganz schön interessant zu sehen. Ja, Und, es wird sehr schnell frustrierend. Und je nachdem, mit wem ich dann zu tun habe, bin ich dann, ich weiß nicht, also letztendlich denke ich mir dann, okay, vielleicht habe ich jetzt keine Lust, das zu machen, aber dann gibt es jemand anderen, den ich empfehlen kann. genau, Und wenn absolut. ich merke, dass die Person einfach wirklich bemüht ist und nicht weiß, wo sie irgendwie anfangen soll und wo sie Leute finden kann, dann mache ich das auch gerne. Aber ich weiß nicht, ich finde gerade, wenn Leute, also bei weißen Journalistenkollegen finde ich das, ja, verstehe ich das nicht. Also Recherche ist Teil des Jobs. Und Absolut, absolut. man das im Vorhinein nicht machen kann. Ja, es ist schwierig. Und ich bin auch, ich merke auch, ich habe oft nicht so viel Geduld. Ich habe nicht, manchmal nicht die Geduld, mit solchen Anfragen zu dealen. Und wenn sie zu bescheuert sind, dann reagiere ich auch gar nicht mehr. Aber ja, also ich hab mich zum Beispiel auch mit weißen Freunden unterhalten, als dass diese ganze Diskussion losging. Und es gibt einfach tatsächlich sehr viele Leute, die wirklich nicht wissen, wo sie anfangen sollen, welche Bücher sie lesen sollen, Filme sie schauen sollen, wie sie sich schlau machen und die wirklich gewillt sind, etwas zu tun, aber einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und das ist natürlich schon auch wichtig, dass man diese Leute abholt, aber ich finde, man darf dann nicht den Fehler machen, einfach immer auf einem gewissen Niveau zu bleiben und immer so diese Aufklärungsformate irgendwie zu spielen. So sind wir Menschen. Das ist unsere Lebensrealität. Wir haben dunkle Haut. Unsere Haare sind trocken. Wir brauchen bestimmte Shampoos. Also es ist also wirklich Hut ab vor allen, die das machen. Immer und immer wieder. Und einfach so erklären, wie wir funktionieren und was an uns anders ist. Aber ich habe irgendwie, ja, ich habe keine Geduld dafür. Und das ist zum Beispiel auch das, also um auf Daddy zurückzukommen, das ist auch das, was wir irgendwie,
wo ich denke, dass wir vielleicht, ja, dass das irgendwie so ein zweischneidiges Schwert ist, weil einerseits besteht so ein großer Bedarf, was Aufklärungsgeschichten betrifft, und andererseits ist es wahnsinnig anstrengend, immer nur auf deine Identität reduziert zu werden. Und wir machen das halt, wir gehen davon aus, dass unsere Leser ein gewisses Vorwissen haben. Und wenn sie das nicht haben, dann müssen sie sich dieses Wissen zulegen und können dann einsteigen. Aber es interessiert mich nicht, jeden immer bei Null abzuholen. Und ich meine, so im Berufsalltag, da bin ich als freie Journalistin tätig, bin, dann geht das nicht immer. Also ich versuche es immer zu machen und eben nicht so von einem White Gaze auszugehen und davon auszugehen, dass einfach absolut niemand versteht, eine Lebensrealität versteht. Aber ja, meistens muss ich dann doch ein paar Schritte zurückgehen und irgendwie gewisse Dinge erklären. Aber ich glaube, wenn wir das machen und wir ewig irgendwie so bei Null anfangen, dann kommen wir nicht weiter. Also irgendwann reicht es auch. Es gibt eigentlich alle Infos sind vorhanden. Ne? Man muss es googeln, wenn man keinen Bock hat, die Bücher zu lesen. Und ja, alles ist da. Man muss nicht immer, ja, man muss sich immer den Erklärbär machen, finde ich. Du hast gerade von Daddy Magazine erzählt, dass ihr das eben dann nicht macht, dass ihr dann nicht immer bei Null anfangt, sondern quasi ein gewisses Grundwissen voraussetzt. Erzähl doch einfach mal ein bisschen mehr, worum es überhaupt grundsätzlich bei Daddy geht und ja, was so eure Themen sind. Wen ihr damit, ja, wer ist eure Zielgruppe vielleicht? Also, wir scheinen auf Englisch. Daher ist unsere Zielgruppe hat ein gutes Level, ein gutes Englisch-Level. Wir haben sehr viele internationale Leser, aber ich würde sagen, es ist irgendwie so 50-50. Wir haben einen sehr großen Anteil in Deutschland und dann noch Leute, die zweitgrößte Gruppe befindet sich im UK. Das ist verteilt irgendwie auf USA und den Rest von Europa. Und ich glaube, das ist auch durch unsere Themen bedingt, weil wir schreiben eben viel über Identity, Race, queere Themen, generell, was es bedeutet, marginalisiert zu sein. Und das heißt auch, dass alle unsere Contributors zumindest eine Marginalisierungserfahrung machen. Sprich, sie sind Frauen, Schwarz, POCs, queer, haben eine Behinderung. Oder werden sonst aufgrund irgendwelcher anderen körperlicher oder nicht sichtbarer Merkmale diskriminiert. Genau. Und genau, wir machen das, unsere Inhalte sind inklusiv, intersektional und sexy, sagen wir auch immer. Und ja, also jeder, der an uns in unserem Team beteiligt ist, kann über seine Identität schreiben, muss es aber nicht. Und das war uns auch ganz wichtig, als wir die Plattform ins Leben gerufen haben, dass man eben nicht darauf reduziert wird, dass man nicht immer nur in dieser Box arbeitet, und dass man dann nicht irgendwie zur Rassismus-Tante irgendwie zum Beispiel. Ja, darum geht es. Und wir haben eben die Online-Plattform, wo unsere Inhalte erscheinen, und dann organisieren wir auch. Also wir haben Panel-Diskussionen, wir veranstalten alle möglichen Events. Anfang des Jahres haben wir ein Mini-Kurzfilm-Festival ins Leben gerufen mit einem Partner aus Chicago, die heißen OTV. Intersektionale Streaming-Plattform. Und die wurde gegründet von zwei queeren schwarzen Menschen. Und die Inhalte sind auch dementsprechend sehr, sehr inklusiv und intersektional. Und da gab es viele Beschneidungen, stattgefunden. Also wir machen irgendwie viele unterschiedliche Dinge. Und wer sind eure Autoren? Also kann man sich quasi mit Themen bewerben, wenn man schreiben möchte? Oder wie läuft der Prozess genau? Also wie habt ihr ja eure Themenfindung oder wie findet ihr die Menschen, die für euch schreiben? Oder wie finden die euch? Oft finden sie uns, ja. Aber man kann uns immer gerne pitchen. Im Moment haben wir noch eine kleine Pause eingelegt, weil wir Ende des Jahres, im November ungefähr, bringen wir unser erstes Printmagazin raus. Und jetzt haben wir den Fokus darauf gelegt. Und danach machen wir wieder weiter mit Online-Content, Events und so weiter. Aber uns war auch wichtig, weil wir sind im vierten Jahr jetzt und wir haben bis jetzt auf freiwillige Basis gearbeitet, was ganz gut funktioniert hat, aber dadurch, dass unser Team
aus Menschen besteht, die Marginalisierungserfahrungen machen, wollten wir nicht irgendwie so diese, wie sagt man, wir wollten nicht Teil des Problems werden, indem wir mit Leuten arbeiten, die wir nicht wollen. Deswegen haben wir uns beschlossen, jetzt ein Magazin zu machen. Und ja, und jeder, alle Beteiligten erhalten gerne ihre Arbeit. Es ist keine Riesensumme, aber es ist immerhin etwas. Also mir war das auch wichtig, dass wir da in den nächsten Schritt gehen und dass es nicht die ganze Zeit auf freiwillige Basis weiterläuft. Ja. Ja, also wie heißt das schön? Exposure doesn't pay the bills. Wie hängt das? Also du hast ja jetzt, ich versuche jetzt wieder den Bogen, ich will jetzt nicht dauernd über Vogue sprechen, aber du hast dort. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall doch nochmal sagen zur Vogue, weil es gab ja, weil wir jetzt vorhin irgendwie so darüber gesprochen haben, über die Hope-Issues und da passiert jetzt gerade so viel. Zumindest ist ja in der deutschen Vogue Online ja was passiert schon. Es gab ja dieses große POC-Special, das du mit betreut hast. Genau. Was war da überhaupt genau deine Funktion? Oder erzähl doch noch mal ein bisschen davon, worum es da überhaupt ging. Also ich wurde von Alexandra Bonnier de Antony gefragt, ob ich Lust hätte, die Gastredaktion zu übernehmen von dem Special. Und wir hatten davor schon zusammengearbeitet und sie kannte auch meine Arbeit, die ich mit Daddy gemacht habe. Und hat deswegen gedacht, dass ich eine gute Wahl dafür wäre. Und nachdem sie mir davon erzählt hat, war ich erstmal total baff. Also ich hab nicht damit gerechnet, dass Vogue sowas machen möchte, also die deutsche Vogue. Und ja, mir sind halt tausend Gedanken durch den Kopf gegangen. Also es war dann auch irgendwie so, okay, gut, was machst du jetzt damit? Ne? Also was bedeutet das? Wie wird das tatsächlich umgesetzt? Bist du da jetzt vielleicht als Token eingesetzt? Und was passiert dann, nachdem das Special vorbei ist? Geht es dann weiter mit diesen Themen oder war das dann nur so eine One-Off-Geschichte? Und wir haben uns dann auch lange darüber unterhalten, weil mir wichtig war, dass das auch wirklich mit einem diversen Team umgesetzt wird und eben nicht nur mit People of Color und schwarzen Menschen, die vor der Kamera stehen und ein schönes, diverses, buntes Bild abgeben, sondern das muss auf beiden Seiten stattfinden, sonst macht das keinen Sinn. Und mir war auch wichtig, dass das langfristig ist. Also, dass es nachhaltig ist und dass es nicht mit einem Special getan ist. Also, dass man danach wieder zur Tagesordnung übergeht, weil die deutsche Vogue hat ja nicht, hat sich ja vorher nicht unbedingt so einen großen Namen dafür gemacht, besonders inklusiv und divers zu sein. Und ja, nachdem wir irgendwie diese Bedenken aus dem Weg geräumt haben wir dann begonnen, an diesem Special zu arbeiten. Und es war wirklich, es war echt einer der besten Jobs, die ich je hatte, weil wir haben dann auch, es ist ein Kampagnenvideo entstanden, das von Pollyanna Baumgarten gedreht wurde. Und das war wirklich, also das, wir haben an 2 Tagen gefilmt und geshootet und ich war noch nie in einem Set, das so divers war. Also das war echt krass, ne? Es gab, ich hatte eine, also wir hatten eine Produzentin, die heißt Tammy Hollis und die war großartig und die hat auch alle Beteiligten gefragt, so wie, ob sie, welche Bedürfnisse sie haben, wie ihre Haut gerade, wie sie ihre Haare im Moment tragen, ob sie Wie, ob sie Braids haben, welche, also abgesehen von Dingen, die eben normalerweise inkludiert sind, wurden dann eben auch Fragen gestellt, die spezifisch sind für schwarze Menschen und People of Color. Und das alleine zu sehen, war schon schön. Und dann auch einfach ans Set zu gehen. Und wir hatten eine großartige Make-up-Artistin, Adiam Hatesian. Und die hat eben auch dafür gesorgt, dass wirklich alle unglaublich gut aussahen. Da kam es nicht vor, dass irgendjemand irgendwie ein graues Make-up, also ein Make-up mit Grautönen verpasst hatte und dann ausgesehen hat, oh, sondern alle Menschen hatten halt einen super Glow. Und ja, und das war echt, es war eine unglaublich schöne Energie. Und ich glaube auch, dass es sehr viel, ja, es macht einfach sehr viel aus, wenn du irgendwie über bestimmte Themen gefragt wirst, die dich schon dein ganzes Leben lang beschäftigen und du erzählst das jemandem, der so aussieht wie du und der diese Lebenserfahrung
auch halt. Das ist was anderes, wenn du da eben, ja, in einem Raum sitzt, wo du dir denkst, so, okay, niemand versteht mich. Das ist ja auch eben die Erfahrung, die schwarze Menschen, People of Color, immer wieder gemacht haben. Ne? Also, dass man etwas erzählt und die wird nicht geglaubt, du wirst als zu sensibel abgestempelt und das kam eben nicht vor. Ja, also es klingt auf jeden Fall wunderbar und es klingt vor allem, also mir fällt dann auch immer ein, es ist irgendwie Wahnsinn, dass das jetzt als so besonders dargestellt wird. Also eigentlich sollte es doch total normal sein, dass man irgendwie als Model oder wie auch immer gebuchte Person irgendwie ans Set geht und dass irgendwie klar ist, dass dort irgendwie jemand sitzt, der die sich mit den Haaren auskennt, sich mit der, also so, das weil es haben doch irgendwie eigentlich alle ein Interesse daran, dass es am Ende ein schönes Foto gibt. So. Deswegen ist es so ein bisschen, aber ich weiß ja, wie das läuft und wie das funktioniert und kenne natürlich genug Geschichten darüber, die katastrophal verlaufen. Und ich meine, vielleicht so ein ganz jüngstes Negativbeispiel ist ja das viel diskutierte Vogue, US-Vogue-Cover, was von Annie Leibovitz fotografiert war. Und von, wie heißt, please help me. Man weiß, ja. Wo halt einfach irgendwie die, also dieser ashy Skinton, also es ist so ganz, ganz merkwürdig und man vielleicht einerseits irgendwie aus so einer Annie Leibovitz Ästhetik heraus vielleicht nachvollziehen kann, aber es halt trotzdem so ist, okay, dann funktioniert die Ästhetik vielleicht nicht, weil jede schwarze Person da halt einfach sofort was anderes, also sofort was anderes sieht und sofort schwierig sieht und meint so, das ist keine, das, nein. Eine Also. absolute Katastrophe. Also, und auch so, wer war noch? Es war noch eine schwarze Person abgebildet, was Viola Davis. Genau. Und auch die Tatsache, dass man eben beide schwarze Frauen, also dass man, das war jetzt so ein, sie standen umgedreht vor der Kamera und haben zurückgeblickt. Also, zurückgeblickt, man, das war eben so der Fokus auf ihren Rücken. Und das war irgendwie auch natürlich sehr diskutiert, warum das ausgerechnet bei schwarzen Frauen so gemacht wird, dass da Rückenmuskulatur und dass man da so viel nackte Haut sieht und eben vor allem Rücken. Und warum, ja, warum die Frauen nicht gut ausgeleuchtet waren, warum speziell Simone Biles so extrem ashy ausgesehen hat. Ja, also es war unglaublich enttäuschend und es war eine absolute Katastrophe. Ja, und natürlich ein total ja, eindrückliches Beispiel dafür, wo man halt merkt, wie in diese kleinsten Prozesse hinein eigentlich auch so ein rassifizierendes Denken da weitergetragen wird. Und man da vielleicht sogar sagen kann, gut, natürlich diese altbekannte Aussage danach, es war nicht so gemeint und keine Ahnung, weißt du, das ist immer so, ja, das mag sein, aber das ist ja eigentlich noch schlimmer, dass man dann irgendwie merkt, wie einfach, was da so unbewusst einfach an Stereotypen, an Vorstellungen, die starke Frau mit dem muskulösen Rücken oder was auch immer, halt das alles irgendwie permanent reproduziert wird und da überhaupt gar kein Bewusstsein da ist, dass sowas halt irgendwie, was da halt mit transportiert wird. Und dann ist natürlich irgendwie so eine Vogue-Erfahrung, die eigentlich Vogue-Shooting-Erfahrung, die ja eigentlich normal sein sollte, plötzlich irgendwie so ein Erlebnis, wo man denkt so, wow, ich gehe irgendwie ans Set und da ist jetzt eine Person da, die es hinbekommt, meine Haare zu stylen. Ja, es ist traurig, aber leider ist es nach wie vor so, dass es nicht der Standard ist, und dass auch schwarze Menschen immer wieder vergessen wird. Und speziell schwarze Menschen mit dunkleren Hauttönen. Ne? Weil also die Erfahrung mache ich ja auch immer wieder, dass als ich ein Teenager war, gab es in den Drogerien kein Make-up mit meinen Hauttönen. Mittlerweile gibt es ein bisschen mehr Auswahl. Aber die hört halt auch bei bestimmten Hauttönen auf. Ne? Also so richtig dunkle Töne findest du bei den meisten Brands auch nicht. Und wenn, dann hast du so eine kleine Auswahl, die einfach gar nicht so ja, Oder im die gibt es theoretisch, die werden dann aber nicht angeboten. Also, dass du halt irgendwie weißt, so wow, okay, keine Ahnung, Brand XYZ.
hat irgendwie 80 Farbtöne und dann gehst du in den Laden und dann haben die 20 und sagen, ja, die anderen haben wir halt nicht eingekauft, weil, keine Ahnung, das ist halt... Ja, aber weißt du, ich finde, man muss dann auch einfach konsequent sein, also das, so mache ich das zumindest, dann gehe ich halt in bestimmte Drogerien nicht mehr und dann auch bei bestimmten Brands nicht ein und dann, wenn so ein bisschen, dann dauert es ein bisschen länger, dann gehst du zum Afro-Shop oder bestellst es online und supportest ein schwarzes Business anstatt ein Unternehmen oder eine Brand, die einfach, für die du keine Priorität bist. Also, na klar, na klar. Warum reingehen und mein Geld dort lassen? Ja. Muss ich nicht sagen. Ja. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu den zu dieser unglaublich schlechten Beleuchtung vom Wald. Ich fand das auch so vor dem Hintergrund dessen, dass Insecure aus den USA kommt und so viel, es gab so viele Pink Pieces und so viel Lob dafür, wie unglaublich schön schwarze Menschen in dieser Serie dargestellt wurden, wie gut schwarze Haut beleuchtet wurde und auch die, ich weiß gar nicht, die DOP, die dafür verantwortlich war, die hat auch in so vielen Interviews darüber gesprochen, wie man schwarze Haut am besten beleuchtet, was ihre Methode ist, wie sie gearbeitet hat. Und das ist wieder ein Beispiel dafür, die ganzen Infos sind draußen. Es ist einfach nur, ich weiß es nicht, es ist Ignoranz, es ist, manchmal frage ich mich, ob das einfach extra gemacht wird. Also, weiß nicht, sind Menschen wirklich so bescheuert oder machen sie das absichtlich? Ich weiß nicht, ob Annie Leibovitz das absichtlich gemacht hat, aber come on, es ist ein Vocaber. Also. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es nicht absichtlich passiert und finde das aber fast noch schlimmer. Also weil das ja eigentlich so eine totale Ignoranz oder Desinteresse, keine Ahnung was, sowas wie, ja, mir egal, ich mach das so, also so. Da gibt es dann, ist dann sowas, was eingefahren ist und es wird dann einfach immer wieder genauso gemacht. Statt irgendwie mal zu, ich meine, ja, es ist, die Informationen sind alle da. Also wenn man sich irgendwie wirklich dafür interessieren würde, also es gibt da irgendwie die Ausrede nicht, es nicht irgendwie besser wissen zu können, sondern es ist alles da. Aber es passiert halt trotzdem immer wieder. Und es ist so, also dann ist es mir manchmal tatsächlich lieber gesagt zu bekommen, interessiert mich nicht, ich will das so machen. Das ist so, aber da, ja, es ist... Ja, also ich konnte den Backlash gut nachvollziehen. Ja, ja. Und ich kann mich daran erinnern, es gibt irgendwie so eine etwas lustige Anekdote darüber, die immer wieder ausgepackt wird, weil, glaube ich, Natasha Kelly irgendwie mal in irgendeinem Interview mal was sagte über, dass natürlich irgendwie die Art und Weise, wie fotografiert wird, wie geschaut wird, irgendwie, dass dort natürlich auch Rassismus wirkt. Und irgendwelche Leute sich dann lustig gemacht hätten, oh, die Kamera wäre rassistisch. Und es ist so, ja gut, vielleicht, lol, gut, die Kamera, I don't know, so kann ich jetzt nicht sagen über die, wahrscheinlich, vermutlich würde man sogar, wenn man irgendwie in der technischen Zusammensetzung da reingeht, auch noch irgendwas, also irgendwas finden. Ja. Aber an dem Punkt geht's nicht, also ging es, glaube ich, schon auch um, ja, um, ich glaube, bei Natascha ging es tatsächlich auch um technische Dinge, um irgendwie wie, um Fotopapier, Licht, die Geschichten, ja, das ist natürlich, dass natürlich eine dunklere Haut etwas anderes braucht als eine hellere Haut. Also allein ist eigentlich ja eigentlich total einleuchtend. Ja, weil es gab ja, ich weiß nicht, ob das die gleiche Geschichte war, aber es ist ja auch irgendwie, ich glaube, es ist so bei bestimmten Filmen, die können weiße Menschen neben schwarzen Menschen nicht gut darstellen. Entweder sehen schwarze Menschen gut aus oder weiße Menschen sehen gut aus. Ja. Und ja, also das zeigt ja auch nur wieder, dass eben weiße Haut als die Norm funktioniert, genau. Und dann alles, was davon abweicht, eben, also dafür ist es nicht ausgerichtet. Und es gab ja auch diese Geschichte, was war das? War das ein Kodak-Film? Der irgendwann dann abgeschafft wurde, weil schwarze Menschen so unglaublich schlecht dargestellt wurden und eben total verschwommen dargestellt wurden. Und obwohl es sehr viele Beschwerden gab von schwarzen Menschen, die eben meinten, so auf den Klassenfotos sieht man meine Kinder kommen, das ist einfach so ein verschwommener Glob. Und warum macht ihr das nicht? Warum ändert ihr das nicht? Und
Darauf wurde nicht reagiert, aber erst als die Holzindustrie und ich glaube die Schokoladeindustrie gemeint hat, unsere Produkte sehen schlecht aus, ihr müsst das unbedingt ändern, die haben gestartet und darauf genau wurde dann Ja. angefangen. Den gibt es auch mittlerweile nicht. Ja. Ja, das zeigt eben nur wieder, wie, ja, wessen Stimme zählt, wer Gewicht bekommt. Ja, und auch wo die Macht vor allem liegt. Also Ja. wer einfach die Macht hat, ja, Dinge zu verändern, einen Diskurs zu bestimmen. Und ja, daher finde ich es, glaube ich, auch so wichtig, beharrlich, also das, was wir zu Anfang des Gesprächs auch sagten, dass dann irgendwann eine Straße umbenannt wird, dass einfach ja, dieser Druck da bleibt, der sich dann vielleicht sehr langsam, aber stetig irgendwie erhöht, dass dann irgendwie halt an irgendeinem Punkt klar ist, jetzt muss was passieren, weil sonst passiert was anderes. Und Ja, und das bringt auch etwas. Ne? Also ich habe ja so, wir haben ja vorher über Anfragen gesprochen und zum Teil kommen diese Anfragen auch deswegen, weil eben ein Unternehmen oder eine Brand in einem Shitstorm war und weil sie jetzt so gezwungen sind, durch öffentlichen Druck etwas zu verändern. Und deswegen, ja, deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass man das auch macht, dass man Druck ausübt, dass man nicht aufhört und ja, und dass man eben auch seine Macht als Käufer, als Konsument nutzt. Und wenn das bedeutet, eine Brand out to callen über Social Media. Ja, why not? Ich habe kein Problem damit. Ich finde das gut, weil dadurch bewegt sich auch etwas. Wenn das nie kritisiert wird, dann tut sich nichts. Und das ist eben auch die Macht von Social Media. Also, zum Glück sind Unternehmen und Brands jetzt unter Druck, gewisse Dinge einfach nicht mehr machen zu können. Absolut, absolut. Eine Sache würde ich noch fragen gerne zu, weil du gerade sagtest, also zu dem, es hieß ja tatsächlich damals POC Special, ne? Oder? Ja, genau. also es gab sicherlich einige Sachen auch daran zu kritisieren, also irgendwie für die das, ja gut, POC, ich will jetzt gar nicht so irgendwie so tief da reingehen. Natürlich gibt es Sachen zu kritisieren, aber ich glaube, es war überhaupt grundsätzlich erstmal gut und auch ein Riesenschritt, dass es das überhaupt passiert ist, dass es das überhaupt gemacht wurde so und irgendwie eine wichtige Erfahrung. Vor allem fand ich es auch irgendwie großartig, über Themen zu lesen, die so gar nicht vorkommen normalerweise in der Burg, dass irgendwie Adefra überhaupt mal vorgestellt wurde. Also das einfach mal so und vor allem auch auf so eine coole, also so eine, also auf so eine, in so einem, in dem Rahmen, in dem Kontext einfach. Und das war auf jeden Fall wichtig, dass es da war und dass es passiert ist. Und du sagtest auch gerade, dass dir auch wichtig war, dass es jetzt nicht nur so eine einmalige Geschichte ist, sondern dass es irgendwie weitergeht. Sicherlich kann man die Hope-Ausgabe auch in dieser Linie sehen, aber sicherlich kann man auch deine Kolumne in dieser Linie sehen, die jetzt dort erscheint. Erzähl doch mal dazu ein bisschen was. Wie kam es dazu? Worum geht es dort in deiner Vogue Online-Kolumne? Ja, also das ist schon auch ein Produkt dessen. Und also nachdem das Special vorbei war, das war ja auch sehr viel Vorarbeit, bis das alles endlich live war. Und nachdem das und als es dann live war, war irgendwie so halt interessant, weil das war dann so ein Anti, also das war der Climax, ne? Und danach war es so, okay, wie geht's jetzt weiter? Und ja, ich habe dann weiterhin für Vogue geschrieben und auch andere schwarze Journalistinnen und Journalistinnen of Color. Und dann so ein paar Monate später, also die Kolumne war eigentlich schon länger im Gespräch. Und dann hat sich es irgendwann tatsächlich realisiert und materialisiert. Und ich fand es auch, ja, es ist echt, es ist irgendwie auch so, es ist merkwürdig, diesen Platz zu haben und über schwarze Lebensrealitäten zu schreiben in Deutschland, weil ich bin ja auch nicht deutsch, ne? Also ich lebe hier als schwarze Frau, aber ich bin nicht afrodeutsch. Und es ist natürlich auch immer schwierig, so wenn eine Person über schwarze Lebensrealitäten schreibt, weil du kannst natürlich nicht alles repräsentieren. Und ich bin auch eben Mixed Race, Light Skin, noch ganz andere Lebensrealität, ist auch eine ganz andere Lebensrealität.
als von schwarzen Menschen, die dark skin sind hier. Oder keinen europäischen Pass haben und so weiter. Deswegen, ja, es ist eine große Herausforderung, das zu machen. Aber ich wollte etwas darauf eingehen, weil du vorhin gemeint hast, dass die Kampagne über People of Color war und nicht über schwarze Menschen. Das war auch so ein Punkt, wo es so ein bisschen Kritik gab, eben weil es auf dem Kampagnenfoto, nee, das Kampagnenfoto war auch gemischt, aber es ging, man hat sehr, sehr viele schwarze Menschen gesehen im Special. Und ursprünglich war geplant, dass der Fokus auf schwarzen Menschen liegt. Und ich glaube, dadurch lässt sich das auch ein bisschen erklären, dass ja, also dass man das zum Beispiel, was ich auch sehr schade fand, ist, dass die Lebensrealität von asiatischen Deutschen kaum vorkam. Und da hat man jedenfalls noch mehr machen können. Und es kam dann zum Teil die Kritik, okay, wenn hauptsächlich schwarze Menschen gezeigt waren, warum nennt ihr sie People of Color? Weil schwarze Menschen und People of Color natürlich eine unterschiedliche Lebensrealität haben. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das so gut erklärt habe, aber es hieß deswegen POC Special, weil es nicht ausschließlich um schwarze Menschen ging, obwohl schwarze Menschen überrepräsentiert waren in dem Special, würde ich mal sagen. Ja. Ist denn, also erstmal vielen Dank nochmal für die Erläuterung, aber ist denn angedacht oder irgendwie denkbar, dass deine Kolumne vielleicht auch noch irgendwie von anderen mitgeschrieben wird oder dass du irgendwie andere Personen einlädst, dort auch beizutragen, ihre Blickwinkel, ihre Perspektiven zu schildern? Weil klar, natürlich ist es jetzt schwierig. Natürlich kannst du eine Kolumne schreiben, in der du über dich schreibst, aber wenn du jetzt über schwarze Lebensrealität schreibst, dann ja, also dann verstehe ich natürlich die Problematik dabei, die dann für dich entsteht, das komplett abzudecken. Aber gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dass du Interviews führst oder Leute porträtierst, irgendwie, also es irgendwie weiter abbildest? Oder also gibt es da irgendwelche Vorgaben, die jetzt an dich gestellt wurden, oder bist du da völlig frei und kannst es gestalten, wie du willst? So, also im Moment ist noch alles offen und ich habe ja erst zwei Artikel geschrieben. Und im ersten ging es, also es war mittendrin, während den Black Lives Matter-Protesten und so weiter, da ging es eben darum, dass es ging um das Teilen von Videos, in denen man eben sich schwarzen Menschen Gewalt zugefügt wird. Und dass diese Art von Aktivismus, ja, dass das für schwarze Menschen einfach wahnsinnig triggernd sein kann und dass niemand auf so einer Timeline mit diesen Bildern und Videos bombardiert werden muss. Und das war eben so als aktuell im Anlass. Und beim zweiten Text ging es um Black Joy. Und wie wichtig ist es gerade im Moment, diese Momente der Freude zu finden. Wenn wir so bombardiert werden mit schlechten Nachrichten nonstop und diese Momente selbst schaffen müssen. Aber ja, ich würde sagen, es ist alles offen für die Zukunft. Und ich glaube, ich fände es auch schön, wenn es einfach noch mehr Kolumnen gäbe, weil schwarze Menschen können ja aber viel mehr Dinge erzählen und schreiben, als nur über schwarze Lebensrealität, sondern es gibt auch genug schwarze Modejournalisten, schwarze Beauty-Journalisten, schwarze Kulturjournalisten und so weiter. Ne? Also es gibt ja, die Expertise ist vorhanden. Es wäre schön, wenn mehr Menschen eine Plattform geben werden würde. Ja, und was natürlich dann ja auch wieder diesem merkwürdigen von außen herangetragen ich spreche eher nicht von Identitätspolitik, sondern von Identitätspolitisierung, weil ich das eher als etwas empfinde, was von außen herangetragen wird. Weil natürlich, es gibt ja auch Mittel und Wege, also wie du schon sagst, natürlich kann jetzt auch einfach eine schwarze Person über Beauty schreiben und schreibt dann natürlich automatisch aus der eigenen, also hopefully, aus der eigenen Perspektive und hat dann nochmal einen eigenen Blick. Dann wird es ja automatisch so. Das hat ja dann gar nichts irgendwie damit zu tun, dass dann jetzt plötzlich irgendwie die Person nur noch über Kosmetikprodukte schreibt, die für dunklere Haut funktionieren.
Ja, ist doch Maybe, absolut. aber es wäre ja auch trotzdem irgendwie interessant, weil an anderen passiert es auch. Ich habe auch heute wieder irgendein Magazin in der Hand gehabt und es ist ja irgendwie so meine Standarderfahrung, also das kennst du sicherlich auch, dass dann ja immer diese Proben drin sind für irgendwie so Haarshampoo oder keine Sache. Das ist immer so, was kann ich irgendwie, das ist sowas wie, ja, schön. Ich meine, selbst irgendwelche Bodylotions funktionieren ja schon gar nicht. Also das ist, da wird ja auch immer von irgendeinem Standard ausgegangen. Irgendwie wäre es doch mal schön, wenn man irgendwie Kolumnen hat von Menschen, die einfach komplett selbstverständlich von anderen Standards ausgehen. Und Ja, und ich glaube, das heißt ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine schwarze Beauty-Redakteurin hast, das heißt ja nicht automatisch, dass diese Beauty-Redakteurin exklusiv denken würde, sondern im Gegenteil. Wenn du schwarz bist, ich meine, wir kommen in allen Schattierungen vor. Wir haben alle möglichen Haartypen. Exactly. Es gibt schwarze Hijabis, genauso wie schwarze Menschen, die säkular sind, die einfach keine Religion haben Ja. oder Religionsbekenntnis haben. Wir kommen in so einer Bandbreite vor. Und ich glaube, wir denken automatisch inklusiver, weil wir uns eben in einem weißen Kontext die ganze Zeit bewegen. Und weil wir uns auch, Exactly. wenn du an die Beauty-Welt denkst, dann weiß ich nicht, dann ist es normal, dass du nicht nur für 4C, für Haare mit einer 4C-Textur vielleicht dann Beauty-Produkte recherchieren würdest und angeben würdest, sondern für eine totale Bandbreite an Haartexturen. Und ich glaube, das passiert dann bei schwarzen Menschen oder bei People of Color auf eine viel selbstverständlichere Art und Weise, Ja. als wenn man dieser Lebensrealität einfach überhaupt nicht ausgesetzt ist, weil man das nie mitdenkt. Ich habe so viele Freunde, die mich zum Beispiel darauf angesprochen haben, dass, worum ging es da? Es ging um Pflaster. Ich habe mal so eine Story gepostet mit Ha, genau. der Pflastermarke, die heißt True Colors. Und wir sind aus den USA und die haben Pflaster in allen Hauttönen. Und ich habe die Story gepostet und dann so viele von meinen weißen Freunden gemeint, so, hey krass, ich habe nie darüber nachgedacht, dass es kein Plastik gibt. Und das ist einfach so, für die war das total mindblowing, weil sie sich nie darüber Gedanken machen müssen. Vor allem, ich habe nie angenommen, dass diese Pflasterfarbe Haut, also Hautfarbe sein soll. Also das hat, das, sondern für mich war halt, das war für mich einfach die Farbe, die Pflaster haben. Ja, Also und das ich habe war mir so, dass es so, dass sich jemand die Gedanken gemacht hat, dass es dann so unsichtbar sein soll. Das war irgendwie. Aus Protest, ich habe mich einfach so immer so sehr über diese Pflaster geärgert, dass ich dann die aus der Kinderabteilung gekauft habe. Weißt du, diese bunten in Blau oder was weiß ich, ne? Weil, Genau, wenn es absolut. nicht passt, dann soll es gar nicht passen. Wir haben noch 40 Sekunden, dann ist der Talk vorbei. Es ist irgendwie, es hat sich eher gezeigt, dass da noch so viel mehr ist. Also vielleicht müssen wir müssen, glaube ich, einfach noch mal reden. Also sowieso, weil ja, also das ist, glaube ich, eher so ein Teaser-Gespräch gewesen über Diversity. In Medien, in den Medien zu sprechen, in den Modemagazinen zu sprechen. Ja, also, aber wie gesagt, es ist ja gut, dass es dass diese Gespräche stattfinden. Ich danke dir sehr. Ich 10 Sekunden. bedanke Wird dann online zu sehen sein und wir hören und sehen uns sehr bald. Vielen Dank. Danke, dass